Hallo, willkommen Zähme. Beim diesjährigen Filmtreffen können Sie zwischen Filmen wählen. Für jeden von Ihnen wurde eine kurze Beschreibungskurzvideo auf Wikipedia-Basis erstellt. Die Nacht bricht herein. Kalter Wind heult. Die belgische Flagge flattert über einem kleinen, einsamen Kontrollpunkt. Das ist die Grenze. Ein Strich im Dreck. Ein Ort, an dem sich alles ändert. Wir schreiben das Jahr 1992. Europa verändert sich. Die Berliner Mauer ist gefallen. Die Sowjetunion ist Geschichte. Doch hier, an der Grenze zwischen Belgien und Frankreich, bleiben manche Dinge gleich. Zumindest vorerst. Zwei Gestalten stehen in der Kabine. Es sind belgische Grenzsoldaten. Sie tragen olivgrüne Uniformen. Ihre Gesichter sind vom Wind und jahrelanger Routine gezeichnet. Sie stempeln Pässe ab. Sie kontrollieren Autos. Sie sind die letzte Verteidigungslinie. Sie schützen ihre Nation. Auf der anderen Seite drängen sich französische Grenzer in ihrem eigenen Häuschen zusammen. Sie sind Rivalen, aber auch Kollegen. An ruhigen Tagen teilen sie Zigaretten. Sie tauschen Geschichten aus. Sie beschweren sich über ihre Vorgesetzten. Autos erreichen den Kontrollpunkt. Scheinwerfer durchbohren die Dunkelheit. Menschen aus allen Gesellschaftsschichten. Touristen, die unbedingt den Eiffelturm sehen wollen. Geschäftsleute in teuren Anzügen. Familien, die nach einer langen Reise nach Hause fahren. Jedes Auto bringt einen Moment der Anspannung mit sich. Eine kurze Kontrolle der Papiere. Ein Blick auf die Gesichter. Ein Gefühl des Misstrauens. Sind alle die, die sie zu sein vorgeben, verbergen sie etwas. Ruben Vandevoorde, ein Mann der Routine, ein Mann der Pflicht. Seit 20 Jahren ist er Grenzsoldat. Er kennt jeden Zentimeter dieses Landes, jede Regel, jede Vorschrift. Ruben ist ein stolzer Belgier. Er glaubt an sein Land, an seine Geschichte, an seine Traditionen. Ich mag keine Veränderungen und ich traue den Franzosen nicht, nicht ganz. Sie sind mir zu nah. Ruben ist stolz auf seinen Job. Er ist ein Wächter. Er beschützt seine Heimat. Doch in letzter Zeit spürt er einen Knoten in seinem Magen. Er hat Geflüster gehört, Gerüchte über offene Grenzen. Von einem Europa ohne Nationen. Ein Europa ohne Grenzen. Wir schreiben das Jahr 1993. Der Vertrag von Maastricht tritt in Kraft. Es ist eine große Sache. Er begründet die Europäische Union. Er verspricht den freien Verkehr von Waren, Dienstleistungen und Personen. Es bedeutet, dass sich etwas Großes ändern wird. Das Schengener Abkommen folgt. Es ist ein Wendepunkt. Es schafft die Grenzkontrollen zwischen den teilnehmenden Ländern ab. Keine Kontrollpunkte mehr. Keine Passstempel mehr, keine Grenzwächter mehr, zumindest in der Theorie. Ruben und seine Kollegen sind schockiert. Sie sind wütend. Sie fühlen sich verraten. Ihre Arbeitsplätze, ihr Sinn und Zweck, ihre gesamte Welt steht Kopf. Die Veränderungen kommen schrittweise. Zuerst werden die Passkontrollen seltener. Dann werden die Schlagbäume abgebaut. Die Kabinen werden verlassen. Die Grenze wird unsichtbar. Nur noch ein Strich auf der Landkarte. Ruben beobachtet das alles mit schwerem Herzen. Er sieht die Angst in den Augen seiner Kollegen. Einige Geschäfte schließen. Menschen ziehen weg. Die Grenzregion fühlt sich vergessen, zurückgelassen. Aber es passiert noch etwas anderes. Die Menschen beginnen, die Grenze freier zu überschreiten. Sie gehen einkaufen, sie arbeiten, sie verlieben sich. Die alten Ressentiments beginnen zu verblassen. Jahre vergehen. Ruben geht in den Ruhestand. Er lebt immer noch in der gleichen kleinen Stadt. Die Welt um ihn herum hat sich verändert. Die Grenze ist nur noch eine Erinnerung. Er sieht seine Enkelkinder mit französischen Kindern spielen. Sie sehen die Grenze nicht. Sie verstehen die alten Ängste nicht. Sie sind Europäer. Ruben lächelt. Er weiß, dass Veränderungen unvermeidlich sind. Manchmal sind sie schmerzhaft, aber oft sind sie zum Besseren. Ihm wird klar, dass es nicht die Grenzen sind, die uns definieren. Es sind die Menschen, ihre Geschichten, ihre gemeinsame Menschlichkeit,
Die Zukunft ist da und sie ist grenzenlos.